Ja, hallo Ingo, der Michael hier. Ingo, ich habe keine guten Neuigkeiten. Der Journalist ist tot. Naja, und es gibt Hinweise, dass Christian was mit der Sache zu tun haben könnte. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann mir das ja eigentlich auch nicht vorstellen, aber im Moment spricht wirklich so einiges gegen ihn. Also, ich möchte dich bitten, ihn bei uns im KL vorbeizuschicken, weil ich hole ihn ungern bei euch ab. Gut, ich richte ihm aus, wenn ich ihn sehe. Ja, danke. Das war Kommissar Naseband. Schlechte Nachrichten? Weiß ich noch nicht. Wo warst denn du die ganze Zeit? Ja, hier. Nee, die ganze Zeit? Einmal war ich auf Toilette, aber im Ernst jetzt mal. Was denn? Bist du vom K11 gleich hierher gekommen? Ich meine, ohne Umwege. Ja. Ja? Also ich habe einen kurzen Abstecher beim Bäcker gemacht. Sehe ich. Und sonst? Noch irgendein Abstecher? Vielleicht bei unserem Freund, dem Journalisten, vorbei? Hm? Wieso fragst du? Naseband möchte auf jeden Fall, dass du dich gleich bei ihm meldest. Und zwar unverzüglich. Ja, wieso will er das denn? Weil der Journalist tot ist. Er ist erschossen worden. Puh. Nach der brutalen Tat steht erneut der Gewalttäter unter Verdacht, der sich schon für den ersten Anschlag verantwortlich gezeichnet hatte. Hey, komm. Ihr könnt euch warm einpacken, Mann! Zunächst befand sich der Mann noch im Gewahrsam der Polizei. Später wurde er aber vorzeitig, ohne erkennbaren Grund, entlassen. Die Polizei wollte diese Entscheidung nicht kommentieren. Vielleicht aus rein persönlichen Gründen. Ja, passt schon. Und das Letzte, was ich will, ist, dich in Haft zu sehen. Das gibt's doch gar nicht. Die haben da Worte von mir rausgeschnitten. Herr Kommissar, Juliane Weißner von Zoom TV. Warum lassen Sie den Mann frei? Wie ist der neueste Ermittlungsstand? Der verantwortliche Kommissar lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Ende der Diskussion, ja. Bislang wollte weder Staatsanwaltschaft noch schon die ganze Zeit so. Den Verdächtigen mit der Tat in Zusammenhang bringen. Unsere Bilder beweisen jedoch, dass er direkt nach der Entlassung das Haus des Opfers aufsuchte. Ich weiß genau, dass du da drin bist. Du wirst schon noch dein Feld abkriegen. Ich wollte ihm einfach nur noch mal die Meinung sagen, sonst nix. Du hast uns versprochen, keinen Mist zu bauen, Christian. Erinnerst du dich? Ja, ich weiß. Unsere Aufnahmen enden an dieser Stelle. Möglicherweise kam es aber direkt im Anschluss zu der grausamen Bluttat. Ey Mann, dass ich gleich wieder abgehauen bin, das haben die Säcke natürlich rausgeschnitten. Der Tote hinterlässt eine Frau und ein Kind, während der gefährliche Gewalttäter sich noch auf der Flucht befindet. Die wollen mir den Mord unterschieben, weißt du das? Aber du kannst es nicht gewesen sein, Christian. Der Tod ist zwischen 12 und 14 Uhr eingetreten. Da warst du schon lange in der Kanzlei. Du hast ein astreines Alibi. Gut, ist ja für ein Glück. Ja, der Herr Storm ist raus. Aber was wissen wir über den Warentäter? Wenig. Der hat ja kaum Spuren hinterlassen. Noch nicht mal Einbruchspuren. Also wir suchen im privaten Umfeld des Toten nach irgendwelchen Leuten, die ein Motiv haben können. Ja. Die Ehefrau könnte uns vielleicht weiterhelfen, aber die erreichen wir ja nicht. Also wir sollten diese Ermittlungen so schnell wie möglich abschließen. Offensichtlich hat es die Presse jetzt auch auf uns abgesehen. Ja, aber kann man dagegen nichts machen, Herr Kikitaze? Das ist doch Verleumdung. Man könnte eine Unterlassungsklage einreichen. Aber es dauert ewig. Wir brauchen auf jeden Fall die Bänder, als man dich vor dem Haus des Journalisten gefilmt hat. Ich meine, vielleicht ergeben sich da irgendwelche neue Hinweise. Vielleicht ist da irgendwas drauf, was wir gebrauchen können. Die Idee ist gar nicht so schlecht, Herr Naseband. Dankeschön. Dann hätten wir sogar einen Grund, uns die Bänder zu holen. Wissen Sie was? Ich werde sofort einen Beschluss beantragen. Das ist super. Dann fahre ich mit Robert zum Sender und suche dort nach Bändern. Und du kannst ja mal mit Gerrit bei der Reporterin gucken. Vielleicht hat die ja auch noch das ein oder andere Band zu Hause liegen. So machen wir's. Das kann nicht sein. Wo bleibt da bitte die Pressefreiheit? Das, was Sie berichten, nennen Sie doch nicht wirklich Pressefreiheit, oder? Das sind ja die reinsten Stasi-Methoden. Das sind ganz rechtmäßige Ermittlungsschritte. Lesen Sie einfach den Beschluss. Steht alles drin. Michael, hier sind noch mehr. Oh, wunderbar, Gerrit. Das nicht, das ist privat. Das hat nichts mit Ihren Ermittlungen zu tun. Das ist Beweismaterial. Also bitte. Nein. Geben Sie es bitte her. Nein. Was soll das denn jetzt? Also. Na also. Ich denke mal, hier können wir das Ding abspielen, oder?
Wir wussten ja noch gar nicht, dass Sie eine Affäre mit Ihrem Kollegen haben. Doch. Okay, vielleicht wird die ganze Sache doch ein wenig privat. Ja, stimmt wohl. Mach mal aus. Was ist? Wann verlässt du endlich deine Frau? Ach komm, hör auf. Jetzt diese Frage. Du hast es mir versprochen. Oh Mann. Ich kann es dir nicht sagen, okay? Genauso wenig, wie ich dir sagen kann, wann du deine Sendung kriegst. Meine Fresse, echt. Schläfst du deswegen mit mir, ja? Nee. Jetzt habe ich trotzdem keine Lust mehr. Oh Gott, jetzt haben wir auch nicht den Zickenkrieg hier, oder was? Ich kann auch gehen. Mach doch. Ja, das habe ich auch vor. Meine Fresse, echt. So eine zickige Alarm hier. Und warum nimmst du eigentlich immer diesen Schrott auf? Ja? Willst du mich mit dem Schrott erpressen? Irgendwann? Ihre Affäre war wohl nicht besonders harmonisch. Hm? Welche Affäre ist das schon? Keine Ahnung. Aber nicht jede Affäre endet mit einem Mord. Worauf wollen Sie hinaus? Vielleicht haben Sie Ihren Liebhaber umgebracht, weil der sich nicht von seiner Frau trennen wollte. Oder Sie wollten seinen Job. Beide Motive wären denkbar. Wo waren Sie heute zwischen 12 und 14 Uhr? Bei der Arbeit. Im Schnitt mit meinem Cutter. Ja, das werden wir prüfen. Machst du das? Und wir beide können in der Zeit hier mal ein bisschen plaudern. Hm? Warum versuchen Sie eigentlich, uns mit aller Gewalt einen Skandal anzudichten? Tue ich doch gar nicht. Ja, natürlich tun Sie das. Aber ich wette, wenn wir die beschlagnahmten Bänder gesichtet haben, dann können wir beweisen, dass die Vorwürfe gegen Herrn Storm und uns haltlos sind. Herrgott, ja! Was Sie tun, ist strafbar. Erst recht, wenn man einem Unschuldigen einen Mord andichten will. Ich dachte, der ist wirklich der Mörder. Ist er aber nicht. Und im Gegensatz zu Ihnen gehört er nicht mal mehr zum Kreis der Verdächtigen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Meissner. Ihr Alibi scheint zu stimmen. Ich habe gerade mit Ihrem Cutter gesprochen. Sie waren zur Tatzeit mit ihm im Schnitt. Also. Ja, freuen Sie sich mal nicht zu früh. Die ganze Geschichte hier wird noch ein Nachspiel für Sie haben. Da können Sie sicher sein. Wir finden alleine raus. Danke. Hey. Wenn Sie nicht, wer dann? Keine Ahnung. Morgen früh kommt die Ehefrau des Toten aus dem Urlaub zurück. Die nimmt den ersten Flieger. Mal gucken, was die sagt. Sie müssen mich entschuldigen. Ich habe kaum geschlafen. Ich bin völlig fertig. Ja, das verstehe ich. Ich kann das noch gar nicht fassen. Ich verstehe einfach nicht, was da mit meinem Mann passiert ist. Kevin, was hältst du denn davon, wenn du mir mal dein Zimmer zeigst? Das Schlimme ist, das alles hätte überhaupt nicht passieren können, wenn mein Mann mit in den Urlaub gefahren wäre. Wissen Sie, warum er hier geblieben ist? Ach, wegen so einer Story über Detektive, die er spontan noch machen wollte. Oder vielleicht wegen seiner Affäre. Welche Affäre? Also, Kevin, dann erzähl doch mal, wie war's denn im Urlaub? Doof, voll langweilig. Wieso denn? Waren doch bestimmt schöne, tolle Schiffe am Meer, oder nicht? Wieso? Wir waren gar nicht am Meer. Wart ihr nicht? Wo wart ihr dann? Ach, in irgendeiner doofen Stadt. Da gab's gar kein Meer. Nur so eine olle Kirche. Und geregnet hat es auch noch die ganze Zeit. Wir waren die meiste Zeit am Strand. Ja, und außerdem hatte ich irgendwie mein Handy hier vergessen. Deswegen waren wir auch so schwer zu erreichen. Es muss ja schrecklich für Sie gewesen sein, im Urlaub vom Tod Ihres Mannes zu erfahren. Tja, nur blöd, dass es kein Urlaub war. Es muss sogar ziemlich stressig für Sie gewesen sein. Wie kommen Sie darauf? Ich habe gerade mit Ihrem Sohn gesprochen. Und er hat mir erzählt, dass Sie erst gestern Nacht nach Nizza geflogen sind, um heute hierher zurückzufliegen. Bis dahin waren Sie in Straßburg. Direkt hinter der Grenze? Sie hat Ihren Sohn in eine Reisegruppe gesteckt. Den halben Tag lang. Um shoppen zu gehen, das wird ja wohl noch erlaubt sein. Ich wollte von da aus weiter nach Nizza. Das muss ja ein toller Strandurlaub gewesen sein. Nachts in Nizza. Wollen Sie nicht endlich mal die Wahrheit sagen? Und dann hat die Frau also gestanden? Ja, sie wusste anscheinend schon länger von der Affäre ihres Mannes. Mhm. War wohl auch nicht seine erste, aber irgendwann hatte sie genug von den Lügen. Dann sieht ja das Ganze nach einem wohldurchdachten Mord aus. Tja. Wir hätten ihr Alibi auch abgekauft, hätte sich der Junge nicht verplappert. Ja, der Junge. Der Arme, echt. Aber ich denke mal, der wird es bei seinen Großeltern auch gut haben. Ja.
Dann bleibt ja nur noch das Problem mit der Presse, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, darum haben wir uns ja schon gekümmert. Ja? Aber gut, dass Sie es sagen, die Gegendarstellung müsste laufen. Fima? Die Frau distanziert sich außerdem von den Beiträgen über die Kanzlei Lenzen und Partner und die Ermittlungsarbeit der Polizei. Die darin dargestellten Sachverhalte waren falsch. Wir entschuldigen uns ausdrücklich dafür und haben uns von der zuständigen Redakteurin getrennt. Naja, dann würde ich sagen, das Ganze sieht nach dem Ende einer Fernsehkarriere aus. Das sehen wir auch so. Tanja Laub wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Juliane Weißner wurde wegen zweifacher Verleumdung zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt. Nach ihrer fristlosen Entlassung hat sie noch keinen neuen Job gefunden. Die Schusswunde von Christian Storm ist wieder vollständig verheilt.